dann einfach. Wir gehen am meisten rein in den Leichen. Passt das von der Farbe überhaupt? Nö. Nein, ich will das nicht aufkaufen. So, Kamloops nach Rivière, nach Timmins, nach Thunder, nach. Oh, Hubschrauber. Nach Abbotsford, nach Rossland, nach Sioux, Aussicht, dann hier hoch nach Regina. Ich wette, ich habe schon wieder irgendwo ein Schienenstück vergessen. Nach Trail, nach St. Andrews, Waldrand und dann nach Chandler. Und die ganze Strecke wieder zurück. Ach Mensch, das wollte ich doch nicht. Kacke. Also, St. Andrews, Trail, Regina, Sioux, Rossland, Abbots, Midland, Thunder, Timmins, Riviera und das war's. Und Abfahrt. Und den Zug nennen wir, weil er von rechts oben nach links unten fährt. Also sozusagen von, was ist das? Nordwest nach, Nordost nach Südwest Express. So, toll. Hoffentlich lohnt sich das. Da haben wir jetzt noch die Sache offen hier mit MacAdam. Die kriegen aber mal hier eine Buslinie. Ach, jetzt finden die mich scheiße. Ja, komm, also egal. Fahren sie halt hierher. Obwohl der Bahnhof wäre, glaube ich, hier besser angelegt. Na gut, das kann ich jetzt noch fertig machen. Wird das halt jetzt doch eine Stundenaufnahmesession. Wollte eigentlich bloß eine Dreiviertelstunde machen, aber naja. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Oh, das hat jetzt gekostet, das Terraforming. Eieiei. Da kann ich auch gleich die Stunde voll machen. Achso, ich wollte ja die Hubschrauber. Die Frage ist, ob der dann automatisch auf Nahrungsmittel umrüstet oder ob man das manuell machen kann. Ich mache das einfach mal so jetzt. Gibt es hier irgendwas Neues? Talbot. War Talbot nicht mal eine echt existierende Automarke? Da ist ein Zug mit Minus, mir egal. Höchste Offroad-Strecke hier. Berg hoch und Berg runter. Da sind wir jetzt schon fast im Jahr 2000, wenn wir die Pause machen wollen. Aber das wollte ich jetzt nicht so in der Aufnahmesession schon machen. Also eine werde ich auf jeden Fall noch machen. Und ab da geht dann die Pause los, weil mir das jetzt hier schon ein bisschen zu schnell ging, jetzt schon die Pause rauszuhauen. So, und da ist wieder eine Firma pleite. So, dann hatten wir hier unten noch irgendwo ein Zubringer-Dingens. War das Prinz George? Ne, das war irgendwas an einem... Ach, hier hat der Pass. Der Pass. Ich kenne bloß La Pass. Okay, der war jetzt nicht sonderlich gut. Ach nee, hier ist wieder sowas drin hier. Das mag ich überhaupt nicht.
Oh, da hat sich der Zug verirrt. Ich habe mir das schon gedacht. An welcher Stelle denn? Ach, ich hab's doch gewusst. Ich hab es doch gewusst. Hier haben wir doch tatsächlich ein Schienenstück vergessen. Mensch. Nee, du. Wenn man mit Ankündigungen so richtig ist, so Trail findet uns scheiße. Den müssen wir dann dringend ein paar Nahrungsmittel raushauen. So, die Hubschrauber schon umgerüstet? Nee, ne, ich glaube nicht. Hier sind noch die alten. So, Bäume pflanzen. Hoffentlich können die sich damit ein bisschen die Stimmung heben. Jetzt finden die uns gut. So einfach geht das hier bei Open Transport Tycoon. Einfach ein paar Bäume pflanzen und du kriegst alles bei der Stadtverwaltung durch. Ey, Alter, was wird denn das jetzt hier? Willst du mich verarschen? Jetzt haben wir die Gegner beim Bau von irgendwas wahrscheinlich gerade behindert. Die Frage ist halt nur bei was. Na gut, ich will es am Ende gar nicht wissen. Und die fangen aber jetzt hier unten. Das war wahrscheinlich das. Die wollten hier die Bank anfahren. Und ich habe denen das jetzt versaut. Schätze ich jetzt einfach mal. Tja, Gegner, da habt ihr noch Pech gehabt. Ich war schneller. Gehen die da direkt pleite? Ach, hier oben haben wir auch noch eine Mine. Die könnte man eigentlich auch noch anfahren. Hier unten nach Trail. Da ist ja. Jetzt finde ich mich wieder kacke. Meine Güte, seid ihr ganz schön blöd. Und jetzt? Sehr schlecht. Reicht das für den Bau einer Station? Ich muss ja Terraform, ein ganz sanftes Terraforming machen. Sonst passt da die Station nicht hin. Nee, ich glaube, wir haben es uns jetzt bei denen ein bisschen verschissen. Dabei wollte ich denen auch einfach nur ein bisschen Gold geben. Und jetzt? Furchtbar. Naja. Schade. Was wird denn hier von Toronto gebaut? Achso, habe ich nicht gesehen. Schade, gibt's halt keine Goldmine. Nee, ich will keinen aufkaufen. Geht doch lieber. Macht doch lieber dicht, ihr blöden Gegner. So, wo war denn jetzt eigentlich hier dieses kleine Kaff hier? Edmonton. Machen wir in der nächsten Folge. Open TDD. Was machen wir zum Bahnhof? Wo sind die Haufen Leute drin? Bathurst ist viel drin. Und unsere Städte. Oh, Toronto jetzt nur noch. Viertgrößte Stadt. Da ist natürlich nicht in Ordnung. Größte Stadt immer noch Amos. Guck mal, was die Flugzeuge im letzten Jahr gemacht haben an Gewinn. Und hier ist ein Flugzeug, das hat fast 2 Millionen Gewinn gemacht. Ist das nicht fies? Ja, 10 Millionen, 10 Millionen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Hui. Die Hubschrauber gehen ganz schön ab. Die Flugzeuge mache ich natürlich. Wie sieht's hier? Habe ich eigentlich Schiffe? Eins habe ich. Das macht auch ein bisschen Gewinn. Das reicht doch. Es gibt nur wenig. Nur drei Fahrzeuge, die Minus machen. Bei den Zügen sieht das bestimmt ein bisschen anders aus. Hier haben wir gleich mehrere. Zum Beispiel der, aber es wird sich dann bestimmt erledigen, wenn der Zug immer durch ist. Mit seinen Stationen wird er bestimmt ein bisschen Gewinn auch abfallen noch am Ende.
Trail Zentrum, da warten. Ach so, da war noch keiner. St. Andrews. Sioux, weiß ich, wo hier Amos wächst. Ich will aber nicht, dass die so wachsen. Soll nicht größer werden. Ich wüsste eine Methode, wie man die Stadt am Wachsen hindern kann, aber die war ein bisschen unfair. Das soll schon seinen natürlichen Gang hier gehen. Fredericton. Ja, die Feuerwerksfabrik macht wieder ihre Übungen hier. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören auf der Aufnahme, aber wenn man hier einfach den ganzen See dicht macht, dann hätten die wieder fies Möglichkeiten zum Ausbreiten. Aber das wäre ein bisschen Arbeit, weil dann müssten wir auch hier die Bahngleise neu machen. Aber kann ich die Brücke wegreißen? Ja. Und schon bauen die eine neue. Ich will doch einfach bloß hier ein bisschen... Jetzt könnt ihr euch dort wieder was hinbauen, wenn ihr wollt. Liebe Stadt. Ach nur, das ist natürlich jetzt dumm, aber naja. Neue Papiermühle. Und schon kommt hier das Wachstum, so wie ich das sehe. Dum, 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 dum. Das geht auch wieder nicht hier. Das ist doch ätzend. Na gut, das ist wieder der andere Stadtteil, Revelstoke. Die sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das ist schon extrem hier. Hier unten ein kleiner Grafikbug mit der Brücke. Das liegt wahrscheinlich an diesem 32 hast du nicht gesehen Set, dass das dort ein bisschen rumspackt. Vor allem, wenn ich hier was wegreiße, dann ist das gedreht, habt ihr das gerade gesehen? Cool, cooler Bug. Wenn es denn überhaupt ein Bug ist, man weiß das ja immer nie so richtig. Ist das jetzt ein Bug oder ist das Verhalten so gewollt? So, seht ihr, und schon kommen hier die und bauen hier neue Gebäude hin und damit wird dann hier hoffentlich die Einwohnerzahl noch ein bisschen hochgehen. Toronto Süd ist hier mittlerweile außen, ganz außen hier immer noch die Station. Ach Mensch. Kanada. Wie heißt es in einem Lied von den Ärzten? Kanada ist dein Traum. Mal hinfliegen wäre schon nice, auf jeden Fall. Muss man mal so ganz ehrlich zugeben. Naja, okay, dann sage ich einfach mal jetzt für die Aufnahmesession hier und heute. Also es wird jetzt nach der Aufnahmesession noch keine Pause geben. Es wird definitiv noch eine Sitzung geben, wo ich vielleicht ein, zwei Folgen mache und dann kommt die Pause. Aber ich sage einfach mal jetzt hier schon für die heutige Aufnahmesession. Ist doch eine Stunden-Session geworden. Auch gut, ist spontan. Und ja, ich sage einmal ganz spontan Tschüss und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.